Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und Happy Montag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch heute vier Lidschattenpaletten und ein richtig krasses Fenty Beauty Dupe zeigen kann. Ich bin hier. Wie auch immer ich hier bin, Sonntag ist das, ne? 7.30 Uhr. Aber hallo, ich freue mich, dass ihr heute mit eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und falls nicht, hoffe ich, dass die nächste Woche besser für euch wird. In den nächsten Wochen sind ganz, ganz viele spannende Produkte angekündigt worden und ich habe tatsächlich schon die ersten Produkte von einer neuen Limited Edition von Rival Loves Me hier. Ihr wisst, Rival Loves Me hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil sie sich einfach von dem Underdog zu einer sehr soliden Drogeriemarke entwickelt haben mit ganz, 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 ganz tollen Produkten. Und deswegen habe ich hier vier neue Lidschattenpaletten, die es ab dieser Woche in der Drogerie gibt. Und die werden wir heute auch gemeinsam testen. Und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Mir bedeutet es die Welt und für euch ist es nur ein kleiner Klick. Und Freunde, ich will gar nicht so viel quatschen. Wir starten nämlich, denn ich habe auch schon die nächste Limited Edition hier. Die seht ihr aber erst in zwei Wochen. Vorher darf ich sie natürlich noch nicht zeigen. Aber auch die sieht super, super spannend aus. Heute geht es aber um die Mystical Motions LE, die so ein bisschen vom Design her schon an Silvester angepasst ist, aber noch nicht so ganz wie die nächste. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Ich habe die Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist natürlich kein bezahltes Video, aber ihr kennt meine Meinung zu Produkten von Rival Loves Me. Es sind viele, viele tolle Produkte dabei, aber es ist natürlich auch immer mal etwas dabei, was bei mir nicht funktioniert. Es geht um vier Lidschattenpaletten. Und zwar zeige ich sie euch einfach mal der Reihe nach durch. Das ist die Eyeshadow Palette Exploding Fireworks. Und ich weiß nicht, ob ihr es... Nee, das doch, so ein bisschen könnt ihr es sehen. Die haben dieses holographische Wackelbild drauf. Und auf der ist ein Feuerwerk, was so ein bisschen explodiert. Ich finde das Design total süß. Sehr klein, sehr handlich. Es sind aber 6 Gramm Lidschatten mit drin. Und wenn wir sie einmal aufmachen, sehen wir hier eine super spannende Color Story. Also als ich die Produkte bekommen habe, dachte ich mir so, okay, krass, das ist etwas, was nicht so typisch Rival Loves Me war. Denn wir erinnern uns, es gab vor, als es noch, ich glaube, Rival de Loup Young war, gab es dann so eine Travel-Reihe, da war von weiß bis beige alles so ein bisschen mit dabei. Diese Paletten, und ihr werdet es gleich noch in den anderen sehen, sehen aber super, super spannend aus. Wir haben grüne Töne, wir haben verschiedene Schimmertexturen. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt hier nicht sehen, aber in der Nahaufnahme eben. Wir haben so folierte und geflakte Töne. Wir haben zarte Schimmertöne, aber auch drei wunderschöne matte Töne. Dann geht es weiter mit der Shooting Star Palette. Und auch hier ist wieder so ein Wackelbild mit drauf. Da bewegt sich nicht so viel, außer dieser eine kleine Sternschnupper. Und hier ist alles eher so ein bisschen kühl, ein bisschen icy. Aber auch hier wieder verschiedene Texturen. Wir haben so matt mit leichten Schimmertönen, einen schön schimmernden Blauton und ein leuchtendes Pink. Dann haben wir eine, die mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, weil ich die Farben selbst einfach nicht benutze. Aber ich weiß, dass sie vielen von euch gefallen wird. Und das ist die Falling Snowflakes Palette. Hier bewegen sich so ein bisschen die Schneeflocken. Und wenn wir sie uns anschauen, seht ihr, dass das alles sehr pastellige, sehr helle Töne sind. Ich glaube, dass das eine gute Palette ist, um schöne Topperfarben oder Inner Corner Highlights zu haben. Ich finde, in den meisten großen Lidschattenpaletten, die wir zu Hause haben, gibt es dann meistens immer nur eine Farbe in der Palette, die optimal für Inner Corner Highlights oder Browbone Highlights sind. Hier haben wir 9 Farben, die man sehr, sehr gut benutzen kann. Und bei den Preisen, ich glaube, die kosten 2,99 oder 4,49. Ich habe es euch eingeblendet. Vor allen Dingen müssen die ja dann auch gar nicht so krass pigmentiert sein. Aber die sieht süß aus. Ich glaube, ihr könnt euch denken, welche Color Story das ist. Das ist die Flamed Lightning. Und die sieht einmal so aus. Erinnert mich so ein bisschen an eine schöne, warme, natürliche Herbstpalette. Und ich bin auch schon in die ersten Farben reingegangen und habe geswatcht. Und Freunde, ich muss sagen, vom Swatchen her schon sehr, sehr krass. Vor allem hier dieser Ton hier. Schaut euch mal an, wie leuchtend der ist, ne? Ihr seht sogar noch ein bisschen was. Super, super pigmentiert. Ich bin immer nicht so der Freund von Swatches und dann sagen, das ist eine gute Palette oder keine gute Palette. Aber man kann dann schon immer sehen, wie so eine Farbe grob performt. Und ich glaube, das ist schon mal für den Preis ziemlich gut. Aber mir ist es völlig egal, wie die Farben
geswatcht sind. Ich möchte wissen, wie die Farben auf dem Auge sind. Und deswegen werde ich zwei Looks schminken. Auf der einen Seite definitiv mit der hier, weil die mich persönlich am meisten anspricht. Und ich weiß, dass die meisten von euch sich auch wahrscheinlich für diese entscheiden werden. Und ich vermute, diese beiden Paletten so ein bisschen mischen werde. Also lasst es nochmal kurz auf euch wirken. Ich weiß nicht, ob es so richtig rübergekommen ist. Aber was ich ausdrücken wollte ist, normalerweise hatten wir immer sehr, sehr langweilige Color Stories bei Limited Editions von Rival de Loup und Rival Loves Me sind sie immer sehr reduziert. Diesmal, das könnte auch eine Natasha Denona Palette sein von der Color Story her. Ich bin super gespannt. Wir starten mit dem rechten Auge. Freunde, das ist mir immer das Liebste hier, wenn ich mit euch gemeinsam am Sonntag neues Drogerie-Make-up austesten kann. Ich gehe hier einfach nochmal kurz über mein Auge. Und wir starten mit der Mystical Emotions. Hier seht ihr die auch nochmal ein bisschen näher. Sehr, 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 sehr schöne Farben. Und auch, was mir persönlich immer wichtig ist, ist, dass ich mehrere Farben habe, um etwas ausblenden zu können. Das haben wir hier definitiv. Wir haben einen schönen hellen Braunton, einen dunklen Braunton, einen Backstein, einen, ja, geht so ein bisschen in die Koralle-Richtung und ein, ja, Neon-Orange. Und auch von der Haptik her fühlt sich das sehr, sehr gut an. Also man sieht auch, dass hier drin beispielsweise nochmal so eine extra Schicht eingebaut wurde. Und das ist natürlich für den Preis schon sehr hochwertig. Vor allen Dingen, wir wissen ja, wie günstig Rival Loves Me eigentlich sonst ist. Ich starte mit einem Packing Brush und gehe als erstes hier in dieses Backsteinrot rein, klopfe ein bisschen ab und setze mir das in meine Lidfalte. Also, ich bin ja immer so ein bisschen offen mit euch. Ich glaube, ich sage es in jedem Video von Rival Loves Me, aber ich bin immer wieder überrascht, wie sie sich verändern und wie sie auf Kritik von uns hören. Und wenn ihr wüsstet, wie viele Leute bei Rival Loves Me arbeiten, das sind weniger, als wahrscheinlich bei euch gerade zu Hause sind. Und das ist echt verrückt, wie die zwei Mädels, beziehungsweise manchmal sind es drei, das alles alleine hinkriegen. Und ihr wisst ja, wie viele LEs auch rauskommen. Und das ist natürlich super, super viel Arbeit. Wie krass ist diese Farbe bitte? Excuse me. Ich habe es beim Swatchen schon gemerkt, dass die sehr, 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 sehr cremig sind. Die sind nicht so pudrig. Ich muss mal gucken. Unten im Archiv habe ich noch Limited Editions von früher. Ob ich vielleicht mal so ein... Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr darauf Lust habt. Ein Video mache, wie ich eine alte Palette mit einer der neuen Formulierungen und neuen Texturen vergleiche. Weil das hatten wir in der Stärke, so wie es jetzt ist, definitiv noch nie. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Ich nehme mir einen etwas weicheren Packing Brush und gehe hier in dieses Neon Orange, klopfe ein bisschen ab und will jetzt einfach nur erstmal ausblenden. Ich will noch gar nicht so viel Farbe haben, sondern nur schon mal so einen leichten Übergang. Und dann kann ich immer mehr Pigment aufnehmen. Die hat einen recht hohen Weißanteil, dass sie natürlich auch bei etwas dunklerer Haut gut rauskommt. Okay, wow. Ich gehe nochmal mit dem fluffigen Blendepinsel in die Farbe von eben und gehe hier ein bisschen rüber über den Übergang. Aber ich glaube, ihr seht schon, das Pigment ist auf dem Auge drauf. Also da muss ich nicht viel machen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euer Lieblingsprodukt von Rival Loves Me ist. Ich muss mich immer reduzieren, weil ich zeige euch ja immer die Foundation von Rival de Loup. Das ist aber nicht Rival Loves Me. Das sind auch unterschiedliche Leute, die die Produkte tatsächlich machen. Aber das sieht richtig, richtig schön aus. Ich nehme mir nochmal einen Blendepinsel und gehe jetzt hier oben einfach lang und blende die Farbe aus. Und auch das geht sehr, 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 sehr gut. Crazy. Und dann gehe ich mit dem dunklen Braun hier einfach nochmal lang und blende das einfach rüber. Ich möchte einen sehr moody Look heute haben. Wir haben ja auch wirklich schöne dunkle Farben hier mit drin. Ihr könnt natürlich auch diese Monochrom-Looks damit super machen, ne? Einfach nur komplett das Augenlid voll mit der Farbe ausblenden. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Und dann gehe ich in das dunkle Braun rein und ziehe mir hier schon mal so eine Cut Crease und verdunkel das Ganze einfach. Auch die ist sehr, 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 sehr cremig. Und damit gehe ich auch gleich hier an meinen unteren Wimpernkranz. Krass. Ich wusste ja schon, dass die Formulierungen besser sind als vor einem Jahr. Aber das ist, kannst du mir nicht erzählen, dass das 3-Euro-Drogerie ist. Wow, wow, wow. Mann, das ist halt immer so doof, ne? Ich will halt nicht immer alles sagen, ah, es ist alles so schön, es ist alles so gut. Aber ich will halt auch nicht sagen, das ist, gefällt mir nicht, weil es kostet nur 3 Euro. Das ist, A, ist das nicht meine Art von Kanal. Und B, ihr seht ja, was ich hier mache. So, und dann ziehe ich mir einfach eine Cut Crease. Das lasse ich ganz kurz so ein bisschen antrocknen und verblende das nochmal. Wir könnten jetzt natürlich mit diesem hellen Braunton einfach raufgehen und dann so einen matten Look machen. Aber
Wir sind ja hier und deswegen gehe ich in diesen Schimmerton butterweich, sehr reflektierend und das stempel ich erstmal hier rauf. Gehe nochmal in den anderen hier, der ist so ein bisschen güldener. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe ja sonst immer das Problem gehabt mit den Paletten oder oft das Problem gehabt, dass die Schimmertöne zu einheitlich sind und ich nicht diesen Gradient-Effekt von hell so ein bisschen dunkler machen kann. Ich habe ganz vorne, in der Mitte und ganz hinten einen Schimmerton, um diesen klassischen Make-up-Look zu machen. Ich will jetzt hier nochmal in diese Mystical Falling Snowflakes Palette gehen mit diesen Inner Corner Highlight-Tönen und setze mir das hier vorne einfach hin, um noch so ein bisschen mehr Bewegung zu haben. Ja, sehr, 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 sehr gut. Ist auch schön schimmrig. Das Schöne bei den Farben gerade ist, das ist nicht so crunchy Schimmer, sondern ein sehr zarter Schimmerton. Also die rote Palette, Freunde, the shit. Ich glaube, ihr seht, ich bin davon sehr begeistert für den Preis. Man muss halt vergleichen, ne? Der Preis für diese Qualität, das ist schon, das muss man auch mal loben. Ich finde, das ist immer so schade, wenn Leute den günstigen Marken keine Chance geben, weil sie irgendwann mal vielleicht nicht dem Standard entsprochen haben, den man vielleicht schon von anderen Marken kannte. Aber wenn man in Betracht zieht, dass es Marken gibt, die einfach aufholen wollen, then go for it. Gebt ihnen die Chance. Ich meine, das ist mega. Für den Preis ist auch so eine schöne Adventskalendergröße. Grabbe mir meinen Pinsel und gehe hier in diesen dunkelgrünen Ton rein. Der sieht ähnlich aus wie einer aus der Merve-Palette. Und den stempel ich mir hier hin. Und der sieht genauso aus wie von Merve. Krass. Ihr seht, ich kann auch mit dem Pinsel gleich so ein bisschen ausblenden. Seht ihr? Und das ist halt das Ding, warum mich damit schwer tue, eine Lidschattenpalette mit meiner eigenen Marke rauszubringen, die fast das Zehnfache davon kosten muss. Und ihr kriegt aber auch gute Lidschatten in der Drogerie. Was heißt, das heißt nicht, dass ich niemals eine Lidschattenpalette mit meiner eigenen Marke rausbringe. Aber das ist halt auch einfach schon echt gut. Breathe, ich mag das im Moment total gerne. Ihr seht es, ne? Dieses Verlängerte, das öffnet das Auge noch so ein bisschen mehr. Und dann kann ich mit dem Pinsel hier einfach ein bisschen lang gehen. Was sagt ihr? Jetzt seid mal ganz ehrlich, was sagt ihr? Blende erstmal leicht aus. Nehme immer ein bisschen mehr. Ich fange immer leicht an. Und dann nehme ich immer ein bisschen mehr. Und dann wechsle ich so ein bisschen hier in dieses Braun. Es hat ein bisschen Kickback, es ist ein bisschen orange. Und mische das Ganze und habe dann hier oben einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Ton. Also ein bisschen schlammig sieht es aus. Ich mag das ja ganz gerne. Und dann gehe ich hier in das Grün hier vorne. Das hat so einen ganz, ganz leichten Schimmer mit drin. Und blende das einfach hier noch so ein bisschen mit rein. Also bei den Farben muss man generell aufpassen, dass man nicht zu schmutzig wird. Ich finde, hier hätte vielleicht noch eine andere schöne grüne Farbe zum Reinblenden mit rein gehört. Und hier unten, das ist mir ein bisschen zu viel rot. Aber das macht die Palette dann halt auch einfach viel, vielseitiger. Ein bisschen antrocknen. Oh nein! Ah! Bin so doof. Gerettet. Und dann nehme ich meinen Finger und gehe hier erstmal in diesen schönen Grünton. Der leuchtet so richtig mintfarben. Baue mir den auf und dann seht ihr auch die Bewegung. Und dann wechsle ich so ein bisschen in diesen folierten. Und der ist extrem cremig. Hat so eine leichte Reflexion an Rosa noch mit drin. Wow. Und den setze ich mir hier vorne in die Cut Crease. Der flakt tatsächlich so ein bisschen, aber das ist bei dieser Textur normal. Dann gehe ich nochmal mit dem Mint hier rüber und mische mir das einfach so ein bisschen zusammen. Also es muss jetzt hier nichts Spannendes sein. Und auch hier hinten habe ich noch so einen dunklen Ton, den ich darauf geben kann. Und das ist krass. Das Uhlala. Ich glaube, wir haben etwas Schönes in der Drogerie. Da ist für jeden was dabei. Lalalalala. Dann gibt es schnell eine Runde Mascara. Und dann haben wir noch etwas anderes, Freunde. Und zwar ist es der Glitterpuff. Sowas gab es auch schon mal von Fenty Beauty. Das war so gehypt. Und ich habe es auch schon so ein bisschen hier auf meinem Dekolleté. Ich glaube, es kommt in der Kamera nicht so rüber. Aber da kommt tatsächlich Schimmer raus, aber nicht zu viel. Also wirklich nur so ein ganz, 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 ganz zarter Schein. Und das ist für Silvester vielleicht, na gut, ihr werdet es nicht in der Kamera sehen, aber trust and believe, da kommt was raus, ohne dass es zu viel ist und die ganze Bude voll mit Glitzer ist. Und wenn
es dann so ein bisschen dunkel ist und dann so das Licht ein bisschen scheint, dann hinterlässt das halt so eine leichte Bewegung. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das ist eigentlich ganz süß gewesen. Ich habe erst gedacht, so, wenn ich das auspacke, dann habe ich alles voller Glitzer. War tatsächlich nicht so, weil halt nicht so viel rauskommt, dass es unschön ist. Der Glitzer ist so ein bisschen in die rosa Richtung. Das heißt, es sieht wirklich auf jeder Hautfarbe auch schön aus. Und ich glaube, Freunde, wir haben eine neue Lieblingskollektion von Rimmel Loves Me in der Drogerie aktuell. So schöne Farben, so vielseitig einzusetzen und für den Preis, man muss das immer ins Verhältnis setzen, ne? Kostet eine Palette 99 Euro und ist dann gut, das ist schön, aber wenn eine Palette 3,99 kostet und die dann gut ist, ist das eigentlich sehr gut. Und ich glaube, man kann damit sehr, sehr schöne und sehr vielseitige Looks mitmachen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schaut unbedingt in der Drogerie vorbei, falls euch davon was interessiert. Ich glaube, dass das eine tolle Sache ist, einfach um seine Kollektion so ein bisschen aufzustecken mit verschiedenen Farben. Und auch hier die Inner Corner Highlight Palette. Mega. Ich gebe mir hier das Blau direkt hier hin. Boom. Highlight oder den hellen Blauton. Hier. That's it. Freunde, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch hier wieder. Passt auf euch auf!